Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe hier eine Box neben mir stehen und zwar ist das die Bild am Sonntag Box, also die Bums Box. Das ist eine Food Box und in diesem Video wird auch gegessen. Also sei gewarnt. Es gibt tatsächlich Menschen, die das nicht so gerne mögen, wenn andere Menschen vor der Kamera essen. Also wenn du einer von den Menschen sein solltest, die das nicht so gerne mögen, dann schalt bitte weg, weil da regst du dich nur auf. Ja, allen anderen würde ich einfach sagen, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, denn wie gesagt, es ist eine Foodbox. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch die Bumsbox wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt und ich kann auch tatsächlich eine Box an einen von euch verlosen. Das ist richtig cool. Also schaut in die Infobox, da steht alles Mögliche drin, wie lange die Verlosung geht, was ihr machen müsst und so weiter. Und ja, ansonsten gebe ich euch einfach mal vorab ein paar Eckdaten. Also, die Bumsbox ist eine Box zum Glücklichsein. So steht es auf der Homepage. Und bin ich ganz gespannt, denn da sollen irgendwie ja Snacks drin sein und süß, salzig, keine Ahnung, schöne Knabbereien, auf sowas stehe ich, das mag ich, das brauche ich. Ihr kennt das von meinen Degusta-Box-Unboxings, dass ich das unheimlich gerne mache, dass ich auch gerne was probiere. Man kann die sich im Abo bestellen. Da kann man entweder sagen, ich möchte jeden Monat die Box bekommen oder alle 2 Monate oder ich möchte die Box nur einmalig haben und weil das halt so eine riesengroße Bandbreite an Möglichkeiten ist, ja, sind da auch die Preise unterschiedlich. Also bewegt sich so zwischen 14,33 Euro und 17,99 Euro pro Box. Also ne, einfach mal auf den Link, der unten drin steht, klicken und reinschauen. Auch wenn du über diesen Gutschein-Link oder den Link, den ich hier unten reinsetze, klickst, ja, bekommst du dann auch noch so ein bisschen Rabatt, das ist auch ganz gut. Und ja, was noch? Die kommt, ja, halt wie gesagt, entweder monatlich oder alle 2 Monate, je nachdem, wie man das haben möchte. Und ja, ein Warenwert steht da nicht wirklich mit bei. Also auf der Homepage habe ich nichts gefunden, aber ich werde euch den hier jetzt nicht einblenden, aber später am Ende des Videos werde ich dir den Warenwert auch einblenden. Ich suche mir die Preise dann auch dazu raus. Das war das Vorgeplänkel, jetzt machen wir die Box auf. Ja. Achso, hier ist der Karton. Die Größe, ne, dann könnt ihr das ungefähr mal einschätzen. Es ist halt wie bei den klassischen Boxen, auch bei den klassischen Abo-Boxen. Nur ein bisschen größer, finde ich. Also hat ungefähr auch die Größe von der Luxury-Box, dieser Karton, oder von der Brigitte-Box, von der Barbara-Box. Ne? Als allererstes habe ich hier ein Kärtchen mit drin. Ich mir im Weg schätze, nein, was soll das denn? Liebe Claudia, heute erhältst du die neueste Bild am Sonntag-Box. Yay! Oscar-Nacht, alles für den Filmabend. Boah, richtig geil, das hört sich dann nach irgendwelchen geilen Snacks an. Ehrlich, ey. Wir wünschen dir viel Freude beim Naschen. Deine Charlotte von Bild am Sonntag-Team. Hi, danke Charlotte. Ich freue mich sehr. Und ja, ne? Hier seht ihr auch schon, wie die Box gleich aussieht. Und so sieht die Box live und in Farbe aus. Live und in Farbe ist ja eher relativ, ne? Aber gut, ja. Ich habe den Deckel entfernt. Und sehe schon einige sehr leckere Sachen. Das ist schon geil. Also hier ist auch noch so ein Flyer mit dabei. Ach, guck mal, da sind auch Rabattcodes drin. Ach, geil. Und da stehen auch die Werte von den Produkten drin. Das schreibe ich euch alles unten in die Infobox. Und auch noch ein Plakat mehr oder weniger von den Produkten, die drin sind. Aber ja, also vom Magazin her finde ich hübsch, finde ich cool gemacht. Passt ja, ne? Das ist ja Oscar Night jetzt. Und schauen wir mal. Dann sind hier noch ein paar andere Gutscheincodes drin, exklusiv, wie auch immer. Alles, was interessant sein könnte, steht natürlich in der Infobox. Es ist nicht viel Krüppelpapier drin. Ein bisschen. Das tun wir erstmal zur Seite. Und wir fangen an mit Oreo. Golden Oreo. Das sind dann wohl weiße Oreos. Ich kenne ja Oreos mittlerweile als, also mittlerweile kenne ich Oreos, kannte ich ja eine ganze Zeit nicht. Es haben alle diese Kekse gegessen und ich kannte das nicht. Also da hat man sich auch ein bisschen dämlich gefühlt. Ja, und das hier sind jetzt neue, die sind wohl weiß. Dann machen wir mal auf und probieren das mal. Riechen ganz normal wie Oreo-Kekse. Da steht auch Oreo drauf. Halte ich das überhaupt richtig rum? Ja, oder? Probieren wir mal. Die schmecken gut, aber sehr, sehr süß. Also extrem süß. Und wenn ich sage, etwas schmeckt extrem süß, dann ist es mega süß. Weil ich eigentlich aufgewachsen bin in einem Haushalt, wo wir ungefähr überall Zucker dran gemacht haben.
Ist nicht jedermanns Sache. Also da mag ich, glaube ich, lieber die schwarzen Oreos. Ein Getränk. Vitamin-Smoothie. Apfel, Mango und Acerola von Rabenhorst. Interesting, interesting. Das finde ich cool. Muss man ja meistens schütteln. Ich habe mir hier auch ein Glas hingeholt, was selbstverständlich von Ikea kommt. Ja, riecht ganz gut. Und das schmeckt gut. Das schmeckt schön mild. Manchmal hast du das ja bei diesen Fruchtsäften oder so, dass die etwas säuerlich sind. Und der schmeckt nicht sauer. Der schmeckt sehr, sehr mild und das ist extrem angenehm. Oh, guck mal, das ist ein Bio-Meerfruchtsaft mit Fruchtmark. Milde Streuobstäpfel, aromatische Mangos und Vitamin C-reiche Acerola vereinen sich zu einem fruchtig-frischen Smoothie. Eine Tagesportion a 240 Milliliter deckt die Referenzmenge an Vitamin C zu 99%. Die DGE empfiehlt, 5 Portionen Obst und Gemüse in den täglichen Speiseplan zu integrieren. Dabei kann ein Smoothie eine Portion Obst am Tag ersetzen. Wir empfehlen eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Und der wird heute noch aufgetrunken. Und ich mache mir auch noch ein bisschen was in mein Glas. Ja, das geht, ne, für später. Jetzt habe ich schon leer gemacht. Da muss ich das Glas wohl leer trinken gleich. Ja, manchmal hat man sowas, ne? Wirklich lecker. Dann habe ich hier Simply Chocolate Grainy Sue. Only Natural Ingredients mit Karamell und Erdnüssen. Das sieht jetzt nicht ganz so mega appetitlich aus, finde ich, oder? Das ist irgendwie so ein bisschen Astronautennahrung. So sieht das aus, weil du musst es hier oben auch noch aufreißen. Handmade in Kopenhagen. Ich mag ja am liebsten ganz süße oder weiße Schokolade. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin ja sehr süß aufgewachsen. So sieht es aus. Dann breche ich mir mal ein Stückchen davon ab. Ein Stückchen ist gut. Uff! So, das ist eine sehr kompakte Konsistenz. Probieren wir das mal. Also ich mag es nicht so gerne. Ich bevorzuge da eher andere Müsli-Riegel, muss ich gestehen. Ja, und das war ja der Grainy Fried. Und hier habe ich jetzt den Salty Fried. Der ist mit Mandeln und dunkler Schokolade. Und da schauen wir mal, ob der wirklich auch salzig schmeckt. Das interessiert mich jetzt aber mal so ein kleines bisschen. Das mit der dunklen Schokolade ist jetzt ja nicht ganz meins. Ach, guck mal. Das kommt ja so richtig in der Schokoladentafelform raus, ne? Na, wir gucken mal. Okay, da ist richtig viel Schokolade drin. Also ganz ehrlich, meins ist es nicht. Es ist mir einfach zu dunkle Schokolade. Aber ich weiß, wem es schmecken wird. Er wird sich wahrscheinlich drüber freuen. Der Salty Fried ist nicht mein Favorit. Dieser Fried ist allgemein nicht mein Favorit. Nee, das andere war Grainy Sue. Grainy Sue und Salty Fried. Okay. This is food. Cold Brew Coffee. Coffee. Okay, Leute, es ist... Ich gucke auf die Uhr, 6:30 abends. Ich trinke jetzt keinen Kaffee. Ernährung der neuen Generation. Ausgewogene Trinkmahlzeit. Von Ben and Noel Y Food. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Marke jetzt so nicht. Das ist mir jetzt neu. Was ist das? Mit extra Koffein. Ich habe mir jetzt hier mal zu Hilfe dieses Heftchen genommen. Und hier steht, Y Food ist eine volle ausgewogene Trinkmahlzeit, die alles enthält, was der Körper benötigt. Reichlich Protein, 26 Vitamine und Minerale, essentielle Omega-Fettsäuren und wichtige Ballaststoffe. Es stillt ihren Hunger und gibt ihnen konstante Energie für einen erfolgreichen Tag oder eine spannende Filmnacht. Und als nächstes habe ich hier Kit Kat drin. Und das ist Ruby Cocoa Beans Chocolate. Nee, einfach made with Ruby Cocoa Beans, genau. Discover a new chocolate experience. So, ja, das ist pink. Das hatte ich schon mal. Das probieren wir aber nochmal. Geh auf! Kennt ihr das, wenn ihr es zusammenklappt und denkt, es würde aufgehen, aber es geht nicht auf? My break steht hier drauf. Have a break, have a Kit Kat.
Ganz klassische Werbung. Ich habe schon ewig keine KitKat-Werbung mehr gesehen. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal essen. Ich persönlich mag das nicht so gerne, wenn das außenrum etwas säuerlich ist und durch dieses, was auch immer, Cocoa Beans, Ruby Cocoa Beans, erscheint es mir ein bisschen säuerlich. Ich werde es auch essen, aber ich würde mir das jetzt nicht im Laden so kaufen. Irgendwie ist die Box nicht so ultra meins bislang, oder? Also da müsste doch jetzt gleich irgendwie der Burner-Knaller-Oberhammer kommen. Schauen wir mal, ob das nächste Produkt mich etwas glücklicher macht. Und zwar ist das von Lay's Strong irgendwas mit Wasabi. Extra hot. Perfect with beer. Okay. Nee, mit Bier trinken wir das nicht. Essen wir das nicht. Okay, es ist etwas grünlich, ne? Schauen wir mal, wie scharf die Teile sind. Oh Gott, die sind echt grün. Oh mein Gott. Oh. Okay, Leute, ich weiß, dass man bei Wasabi immer nur kurz den Schmerz spürt und dann ist ja die Schärfe ganz schnell vorbei. Aber dafür spürt man den ja so intensiv. Diesen Chip essen wir jetzt mal zusammen. Eine Mutprobe. Aber voll lecker. Also auf der Zunge, boah, das brennt wie Feuer. Aber es ist super lecker. Komm, einen noch. Das ist nicht mehr so schlimm. Aber es ist wirklich lecker. Boah, die Teile machen süchtig. Die könnt ihr euch definitiv mal angucken. Mega cool. Und so ein Bäcker. Boah, ist das frech, oder? Tut im ersten Moment weh, aber der Schmerz verfliegt sehr schnell und dann ist es sehr lecker. Ja. Das ist Popcorn. Der beste Pop aus dem Pott. Hüftgold. Butterkaramell. Oh, Muscovado-Zucker und Meersalz. Oh Gott. Das sieht ja richtig lecker aus. Handgemachtes Popcorn aus französischem Mais. Das hat hier oben so eine Öffnung und so eine Schließe. Das ist wieder verschließbar. Das ist so ein Druckverschlussgedöns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Dass ich Popcorn sehr gerne mag, muss ich nicht erwähnen, oder? Popcorn ist wahnsinnig toll. Boah. Mit ein bisschen Salz. Mega cool, oder? Butter, Karamell. Hallo? Ist ja gut, dass es wieder verschließbar ist, aber wer denkt dann, dass man sich das in mehrere Portionen aufteilt? Oder auf mehrere Tage? Lecker. Richtig lecker. Boah, Potcorn ist auch so eine richtig geile Produktbezeichnung, oder? Als nächstes habe ich jetzt hier von Loco Luke Candy Taco Soft Candy Mix. Das sieht aus wie ein Taco und dann hast du diese mega coolen Schnüre da drin. Oh, ich liebe sowas, ne? So. Wenn man es rausnimmt, sieht man, okay, der Taco ist wirklich nur so eine Pappverpackung, die alles irgendwie zusammenhält. Dann hat man hier Schnüre und so Gummibärchen mit hinten so einem Weichkram dran. Das probieren wir mal. Schmeckt wohl. Habt ihr damals auch diese Schnüre genommen, um mit irgendwelchen Jungs rumknutschen zu können? Soll das eine lila Gurke darstellen? Das finde ich jetzt ein bisschen creepy, Leute. Das gehört nicht in einen Taco. Die sind ein bisschen hart. Ja, also dieser Taco ist eine süße, witzige Idee, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? So, das letzte, was ich hier habe, ist von Chimpanzee. The Power of Natural Energy. Energy Chews. Keine Ahnung. Also da steht jetzt auch nichts von Taurin oder sonst irgendwas drauf. So sehen die übrigens auch hier aus. Hier hast du den niedlichen Schimpansen. Ich probiere jetzt mal einen davon. Oh, die riechen wirklich nach roten Beeren, aber so ein bisschen muffig. Da ist ein Schimpansenkopf drauf. Und dann probieren wir die mal. Die sind aber ganz schön weich. Also als Kaubonbon, was hier hinten auch draufsteht, würde ich die jetzt nicht unbedingt bezeichnen, weil die halt sehr weich sind, ne?
Keine Ahnung. Also kann man sich mal angucken, aber ist jetzt kein Must-Have. So, ihr Lieben, das war jetzt die Bumsbox. Ich blende dir mal hier den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich bin ganz gespannt. Also ich denke schon, dass wir uns so bei 20 Euro bewegen werden. Die Produkte waren jetzt nicht grundsätzlich meins. Ich finde aber die Box ziemlich interessant. Also es ist vor allem, wie es ja auch schon auf der Homepage steht, eine Snackbox. Das heißt, du hast dann eigentlich mehr so kleinere Leckereien, die du so auf der Couch naschen kannst oder so oder mal zwischendurch, aber halt nichts, ja, so ein Brot oder sowas, wie es das bei der Degusta-Box halt manchmal gibt. Finde die aber schön. Also mich begeistern die Wasabi-Chips. Oh mein Gott. Und dieses Popcorn, Alto Belly, das ist ja der Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Den Smoothie fand ich sehr lecker. Er ist übrigens leer. Ja, ne? Er war wirklich schön mild, er war sanft und er war gut. Doch, hat mir sehr gut geschmeckt. Stimm doch einfach mal hier oben ab, wie du die Box so fandest, ob du sie gut fandest oder eher nicht so gut. Und wenn du mir unten in die Kommentare schreiben möchtest, was du nicht so gut fandest oder verbesserungswürdig, mach das doch gerne. Fühl dich frei. Tob dich aus, vollkommen. Ja, also ich freue mich schon auf nächsten Monat, wenn ich die Box bekomme, weil es ist einfach eine kleine Snack-Eskalation und ich mag sowas. Ich mag es unheimlich gerne, mich durchzuprobieren. Du hast da einfach Sachen drin, wo du im Supermarkt dran vorbeilaufen würdest und die du dich nicht unbedingt trauen würdest zu testen. Und das finde ich eben an solchen, ja, Abo-Boxen immer ganz praktisch. So, jetzt habe ich schon eine ganze Weile gequatscht. Ich würde einfach mal sagen, wenn du die Infos zu der Verlosung erfahren möchtest, guck einfach unten in die Infobox rein. Da schreibe ich dir alles hin. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!